10. Was ist wirklich? Die Vorstellung, dass wir in einem Universum gleichwertiger Wesen leben, ergibt für alle Religionen einen Sinn und kann alle metaphysischen Einstellungen in sich enthalten. Sie ist das Los, das wir am leichtesten abstoßen können, wenn wir das andere Ufer erreicht haben, das kein Ufer ist. Sie kann uns lehren, wie wir auf dieser Ebene leben sollen, sie kann unsere wissenschaftlichen Kenntnisse in sich aufnehmen, sie kann zeigen, wie unsere körperliche Existenz der Ausdruck geistiger Gesetze ist. Sie gibt uns ein absolut verlässliches Verständnis dafür, was wahr ist und was wirklich ist. Gleichwertige und einzigartige lebende Wesen sind alles, was im Universum völlig wahr und wirklich ist. Wir sind das Universum. Den tiefsten Sinn der Wirklichkeit erfahren wir nur bei der höchsten Ausdehnung in vollkommener Liebe. Auf tieferen Schwingungsebenen sehen wir andere Wesen miteinander auf eine Art in Beziehung treten, die nicht gänzlich wahr und wirklich ist. Nehmen wir als Beispiel aus dem Alltag die Menschen in einem Publikum. Die Menschen sind wirklich, aber Publikum ist die Bezeichnung für etwas, das sich auflöst, sobald die Menschen nach Hause gehen. In diesem Sinne ist das Publikum eine Illusion, eine zeitweilige, teilweise und begrenzte Wirklichkeit, es hat keine unabhängige, wirkliche Existenz. Wir können eine statistische Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, wie sich das Publikum verhalten wird. Aber jedes Mitglied hat die Freiheit, zu kommen und zu gehen, wie es will, genau wie die Atome, die unseren Körper bilden, kommen und gehen. In diesem Sinne können wir auch sagen, dass das physische Universum, einschließlich unserer Körper, eine Illusion ist. Wir sind wirklich die Wesen, die am Universum teilhaben, wir, die Teilchen in den Atomen, die Energie- und Raumwesen, alle sind wirklich, alle sind gleichwertig, alle sind von ein und derselben Artikel. Aber die Beziehungen, Gruppierungen und Zusammenballungen, wie wir sie von jeder beliebigen Schwingungsebene aussehen, sind illusorisch. So wie das Publikum sich aus Menschen zusammensetzt, entstehen Illusionen aus wirklichen Wesen. Es gibt tatsächlich gar keine andere Möglichkeit, eine Illusion zu bilden, als dazu das zu verwenden, was wirklich ist, es gibt sonst gar kein anderes Material dafür. Wir sollten jedoch besser von einer sekundären Wirklichkeit sprechen, anstatt die Welt illusorisch zu nennen, was man leicht als Reibrief für Diebstahl oder andere lieblose Verhaltensweisen auffassen könnte. Und was dich nur ärgern wird, wenn du dich da, wo du bist, festgefahren fühlst. Die Welt ist wirklich genug, wenn wir innerhalb eines bestimmten Bereichs schwingen, aber nur, solange wir das tun. Tatsachen sind begrenzte Wahrheiten, es kommt darauf an, wie Beziehungen zwischen anderen für uns aussehen, wenn wir unser eigenes Gewahrsein und unsere Liebe eingeschränkt haben, oder wenn sie dies mit den ihren getan haben. Aber Tatsachen haben ihren Ursprung in der Wirklichkeit, wohl mögen wir nur eine beschränkte Ansicht der Wesen haben, die in das, was wir als Materie sehen, verstrickt sind, aber diese Wesen sind wirklich, sie sind selbstbestimmend und handeln in Harmonie. Wir brauchen jedoch keine Tatsachen, um weise und hebend zu sein. Auf den verschiedenen Schwingungsebenen sind verschiedene Gruppen von Tatsachen wirklich. Die Wahrheit ist für alle gleich, die Tatsachen sind immer für jeden ein bisschen verschieden. Tatsachen sind gewiss faszinierend, wie Klatsch.